Hey Leute, willkommen zurück zu Franbo. Gut, was haben wir denn alles? Wir haben Pflaster, wir haben eine Haarnadel, wir haben eine Stricknadel, einen Haken und ein Foto. Was machen wir jetzt damit? Schauen wir nochmal. Wir haben immer noch die Möglichkeit, diese Tabletten einzunehmen. Abgeschlossen. Natürlich. Immer noch abgeschlossen. Warte mal, kann ich das vielleicht mit der Haarnadel? Es passt, aber da sind zwei Löcher. Ich brauche etwas anderes. Ah, guck mal, kombinieren vielleicht? Ja, fantastisch. Mein ganz persönlicher Spezialschlüssel. Yes, wir haben es aufgekriegt. Okay. Gehen wir erstmal schnell aufs Klo. Oder erstmal aus dem Fenster schauen. Ein Labyrinth. Das Labyrinth, da dürfen wir nie spielen. Wow, der Nebel ist echt dicht heute Nacht. Ich wünschte, ich könnte mich darin verlaufen. Oh, die Toilette ist zu, oder was? Der Thron ist leer. Man konnte mich beim großen Geschäft sehen? Eklig. Ich kann und ich werde einhalten. Warte mal. Plops. Oh Gott. Was war das? Papa war nicht da, Mama war es egal. Ist natürlich auch zugenagelt. Oh Gott, eine Katze. Du bist mein geliebter Freund. Biep, biep, brumm. Wenn du mich umarmen willst, versuch mich zu fangen. Biep, biep, brumm. Kannst du mich nicht fangen? Dann, weil du mich nicht gefunden hast. Biep, biep. Was steht da? Der König mag... Oh Gott, Zeichnungen. Mir gefällt das nicht. Oh Gott, ist das böse. Ist das böse. Oh, schauen wir mal. Eine rote Puppe und eine Schlange. Ein Teddy und viele andere Sachen. Kuschel, kuschel, alte Dame auf deinem Stuhl. Und dein Popo wird so flach wie dein Gesicht sein. Kuschel, kuschel, der Rhythmus der alten Dame. Was haben wir denn hier? Oh, echte Blumen, die riechen so süß. Die Schublade ist leer. Dieses Bett ist sehr pink. Oh, es ist einer dieser stummen Clowns. Ich habe so viele gesehen und sie sehen alle traurig aus. Dieser hier ist aber fröhlich. Gut für ihn. Hallo. Oh, du siehst sie oder etwa nicht? Was sehe ich? Die Geschöpfe, die jedem folgen. Meinst du die Schatten? Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, sie sind da. Weißt du, was sie sind? Ja, ich glaube schon. Nun, erzähl es mir, bitte. Malst du gerne? Ich liebe es zu malen. Ja, ich liebe es auch, aber erzähl mir mehr über die Schatten. Stift, ein Stift, ich will einen Stift finden. Ich male die ganze Zeit. Ich will meine Katze finden. Male eine Katze, wenn du keine hast. Ich könnte eine Katze malen, aber ich will meine wiederfinden. Deine Katze ist in Gefahr. Die Schatten nahmen ihn, ich weiß es. Wer hat dir das gesagt? Der, der mir folgt. Tschüss. Okay, die ist ein bisschen irre. Hallo. Du siehst sie oder etwa nicht? Okay, ich kann das nochmal durchgehen. Ba-ba-baum. Ich sehe nichts. Ich sehe keine Geschöpfe. Tschüss. Okay, Achtung. Klitzekleine Hände überall, die deine Seele essen. Ah. Wo ist der Clown hin? Du kannst sehen. Du kannst sehen? Okay, das habe ich noch nicht. Das lesen wir gleich nochmal. Sogar die reinsten Dinge sterben an diesem Ort. Ich will das nicht anfassen. Das ist der Clown von dem Bild. Vielleicht erschreckt er mich, wenn ich ihn anfasse. Okay, nichts passiert. Muss wohl tot sein. Warum siehst du aus wie eine Stoffpuppe? Was haben sie dir angetan? Bitte, so sagt doch jemand etwas. Ich glaube, ich kehre mal ganz schnell lieber in die normale Welt zurück. Ah, sie ist nicht ganz sauber.
Adelaida Fugens oder Fudgens. Fuggens? Naja, sie ist 7 und weiblich, natürlich. Geschichte. Die Patientin war ein Opfer eines sexuellen Übergriffs einer unbekannten Person, bei dem sie beinahe starb. Dieses Erlebnis verursachte auditive Halluzinationen und eine Denkstörung. Behandlung. Dr. Marcel Dieren konnte sich der Patientin mittels Kunsttherapie nähern. Sie macht Fortschritte. Kann ich da auch schneller? Nein, sie läuft immer ganz durch, die Animation. Oh nein, die Schwester. Huch, da bist du ja. Du solltest in deinem Zimmer sein. Die Tür war zu. Aber sie haben sie offen gelassen. Ich bin mir sicher, sie war nicht offen. Ich weiß es, weil ich sie abgeschlossen habe. Sind Sie sicher? Sie haben gesagt, ich soll essen gehen. Hab ich? Na gut, dann mach weiter. Okay, die ist echt ein bisschen senil, die Frau, ha? Huh? Was ist denn hier los? Sir Oswald Harrison, ein bärtiger alter Mann. Ich frage mich, warum er den Ort hier gebaut hat. Vielleicht hatte er ein verrücktes Kind und wollte es loswerden. Ah, dieser Zaun ist sehr abgeschlossen. Ich glaube, ich werde diesen Zaun nie geöffnet sehen. Nicht einmal, als ich hier hineinkam, weil ich mich nicht daran erinnere. Die gelbe Tür, das ist mein Weg hier raus. Ich muss sie öffnen, aber wie? Phil sagte, das Büro des Direktors, des Doktors ist der Schlüssel. Die Rezeption. Hier findet man immer eine Schwester. Ich könnte lächeln, mich verbeugen und die Schwester bitten zu öffnen. Andererseits denken sie dann wirklich, ich sei verrückt. Oh Gott! Oh, diese Uhr klingt komisch. Es fühlt sich an, als ob sie direkt in mein Ohr flüstert. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Hallo, da oben. Ihr Kleid ist sehr schön. Meine Mutter hatte auch sehr schöne Kleider. Eine blutende Uhr. Als ob die Zeit kaputt wäre und stehen blieb. Ich finde Uhren etwas deprimierend. Ist da noch was? Ich frage mich, wofür das Blinklicht gut ist. Es ist sehr hypnotisch. Ich wünschte, ich könnte es ausschalten. Naja, das machen wir später mal. Oh. Kann ich da vielleicht rein? Oder sagt er? Hey, Hände weg von der Bürotür! Okay, was haben wir denn da? Patienten, heutige Besuche. Annie Schulz, Damien Goldsman, Fillmore Bronstone. Franbo nicht. Oh, Jason Cock, Lisbeth Morg. Mann, die bekommen alle Besuch, nur ich nicht. Ich komme an diese kleinen Fenster nicht dran. Ich könnte zurückgehen und durch die anderen Fenster gucken. Entschuldigung, der Schlüssel da oben. Kann ich ihn haben? Klar, ich könnte dir den Schlüssel geben, wenn du mir einen Kuss gibst. Ein Kuss? Ehrlich? Dann geben Sie mir den Schlüssel? Klar, komm her und setz dich auf mein Knie. Stirb mit einer Ananas. Was für ein Loser. Ich hoffe, Sie sterben, während eine riesige Ananas in Ihrem Po wächst. Okay, das ist ein Pädophiler, oder? Wie gesagt, ein Kuss für den Schlüssel. Was meinst du, na? Ekelhafter Drecksack. Hör zu, Mädchen, wenn du immer wieder herkommst, kann ich mich nicht zurückhalten. Boah, bist du ekelhaft. Die ist 10, ja? Wenn ich die Polizei anrufe, helfen sie mir bestimmt doch nicht. Dieser Tisch ist überhaupt nicht interessant. Ich will gar nicht in der Nähe des Wachmanns sein. Die Tafel ist leer, keine Zeichnungen. Das ist der Büroschlüssel, er muss es sein. Aber wie komme ich da ran? Hey, was schaust du dir da an? Nichts, denke ich. Du kannst also denken? Dann solltest du daran denken, hier zu verschwinden. Pah, ich gehe dahin, wo ich will. Gehen, wohin? Zu Mami und Papi? Hau ab! So ein Pennergesicht. Komm, ess ich mal eine Pille. Hui! Ach, du Elend. Hol den Schlüssel. Bäh, Herr Schwein ist nackt. Herr Schwein hat keine Flügel zum Fliegen. Ich sehe keinen fliegenden Herrn Schwein. Ih, ein knuspriger Schweinekopf, bereit serviert zu werden. Ich frage mich, wer das essen würde. Ich glaube, mein Kätzchen hätte Angst davor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, noch so ein irres Kind, hä? Sehen wir uns gleich mal an. Fühlt sich an, als käme eine kühle Brise Traurigkeit durch den Zaun. Ich frage mich, was sie wirklich dort unten tun. Vielleicht will ich das gar nicht wissen. Hallo, geht's dir gut? Was soll das denn heißen? Ich wollte nur wissen, ob du okay bist.
Ich will nichts sagen. Der Doktor schneidet mir den Kopf auf, wenn du nicht gehst. Okay. Er ist kein Gehirn. Meins hat er schon. Er hat all meine Gedanken gegessen. Dein Gehirn gegessen? Deins ist er auch. Ich hab dich im Büro gesehen. Du warst tot. Oh nein, dann muss ich los. Ich hoffe, du findest neue Gedanken. Okay, mit dir will ich nicht reden. Oh. Isabelle? Sie wacht nicht auf. Ich glaube, das heißt, dass sie stark sediert ist. Würdest du mir helfen zu fliehen? Mit deinen großen Muskeln und haarigen Armen. Du könntest durch jede Wand brechen. Gute Nacht, liebes Spielzeug. Hast du mein Kätzchen gesehen? Es ist der lustige und schlauste Kerl. Du würdest ihn mögen. Der lustigste, oder? Der lustigste, ja. Och, noch mehr Clowns. Clowns an der Wand im Haus der Verrückten. Sie bleiben besser in ihren Rahmen. Clowns an der Wand. Dein kleiner Hut ist sehr niedlich. Das Grinsen auf deinem Gesicht ist ziemlich gruselig. Hast du etwas gesagt? Gruselig. Herr Elefant, sie sind sehr pink und weich. Sieht so aus, als hättest du für den Zirkus geübt. Und dein Bauch ist voll mit Liebe. Fass das nicht an! Du stirbst, wenn du es tust! Wellen! Sie funktionieren nicht! Was meinst du? Das Papier sollte so funktionieren, wie sie gesagt haben. Aber was muss das Papier denn tun? Ich brauche das Papier, um zu sehen, was im Fernsehen läuft. Oh, verstehe, aber warum klappt es nicht? Die Wellen müssen stark sein. Wechsle bitte den Kanal. Okay. Kill Monday, das ist der Entwickler, das finde ich sehr cool. Ja, das ist wohl ein Rätsel. Ich werde das gleich mal angehen, aber erst... Die Wellen müssen stark sein. Nom. Oh Gott. Sieh mich an. Ich sage, ich sorge mich, während du vor Hunger stirbst. Verstecke deinen Schmerz. Wo ist der Clown hin? Oh nein, sie haben es total falsch gemacht. Sie haben deinen Kopf in kleine Teile geschnitten. Bitte hol mich hier raus, bitte hol mich hier raus. Ach, Actionfiguren, könnte mir jemand helfen, mein Kätzchen zu finden? Der Soldat hat sein Bein im Krieg verloren. Und der Cowboy fraß die Prinzessin. Kleines Papierschiffchen, nimm mich mit aufs Meer. Ich frage mich, ob dieses Papierschiff schwimmen kann. Denn wenn es sinkt, ertrinke ich, weil ich nicht schwimmen kann. Oh, ich habe ein pinkes Seil gefunden. Das ist jetzt meins. Festhalten. Ja, ich glaube nicht, dass es mir gepasst hätte. Oh Gott. Oh nee. Wach auf, Isabelle. Der schwarze Schatten berührt dich. Ich glaube, er sagt, dass du bald stirbst. Hast du Angst zu sterben? Ich hoffe nicht, denn es passiert, ob du es magst oder nicht. Okay, ich glaube, ich wechsle mal den Kanal. Oh ja, ein tanzendes Cupcake. Okay. Klappt immer noch nicht. Papier blickt negativ. Wechsle nochmal. Eierhals. Human Testing approved. Okay. Der sieht irgendwie auch sehr krank aus, der Typ. Hey. Klappt immer noch nicht. Papier blickt negativ. Oh, eine Ameise. Und ein Tannensapfen. Na? Wir verlieren die Wellen. Kanal wechseln. Das vielleicht. Magst du stirben? Rauschebild. Es klappt, ein Wunder. Danke, Papier blickt positiv. Super. Kann ich es sehen? Nein, das gehört mir. Wenn du willst, kannst du das Papier haben, das nicht funktioniert. Danke, aber du hast gesagt, das bringt mich um. Das habe ich nie gesagt, du Lügner. Ich bin beschäftigt. Papier blickt Durchsicht in Aktion. Okay, dann nehme ich mir das Papier halt mit. Hui, ich habe ein Stück Papier. Naja, jetzt kann ich schreiben oder malen, wenn mir langweilig ist. Na, sagst du nur was Neues? Hallo, geht's dir gut? Was soll das denn heißen? Okay, tschüss. Nichts. Tschüss. Ihr seid alle ein bisschen krank. Oh Gott, wie viele Stimmen ich hier noch machen muss. Das Signal ist seltsam. Das ist bestimmt, weil wir so weit entfernt von allem sind. Ich verstehe nicht ganz, was sie sagen. Was haben wir denn hier? Schokolade, lecker. Ich mag keinen bitteren Kaffee. Das Menü des Tages, Nudeln. Oh, Gebäckstückchen. Ich sehe schon, wie die Zimtschnecke in meinem Mund schmilzt. Ich habe schon eine genommen.
Eine kleine Limonade. So durstig bin ich nicht. Limo geht immer, du. Ich frage mich, ob die Nudeln frisch sind. Sie sehen nicht so aus. Der Salat sieht ausnahmsweise frisch aus. Milchige Milch. Ich denke, die Packung ist sauer, wie immer. Hallo. Oh, hallo, Fran. Wie geht es dir heute? Ich sehe tote Tiere. Du meinst im Fernsehen? Natürlich, das Fernsehen. Sehr gut, Fran. Geh und spiel mit deinen Freunden. Okay. Fran, ich habe es dir gesagt. Kümmere dich um deine Sachen. Ich bin sehr beschäftigt. Die Uhr ist groß und tickt. Tick-tack, tick-tack. Es hört niemals auf. Mami liebte es, Rosen zu zeichnen. Ich mag das Bild nicht. Mr. Oswald starrt mich irgendwie an. Ich glaube, Mr. Oswald ist sehr alt. Alt genug, um tot zu sein. Hallo, bist du neu hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Nein. Bist du von unten? Sie glauben, mir geht es jetzt besser. Wie heißt du? Könntest du mich bitte töten? Bitte. Klar. Peng, du bist tot. Danke. Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin tot. Danke. Ja. Gruseliger kleiner Junge. Mr. Midnight, bist du da? Scheinbar nicht. Oh Mann, was soll ich tun, um mein Kätzchen zu finden? Erstmal Pilchen nehmen. Wow. Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Sie tun dir weh, weil sie dich hassen. Oh, kleiner Junge. Jeder schämt sich für dich. Ich mag keinen bitteren Kaffee. Mami, ja. Oh, die Krankenschwester ist tot. Oh nein, die Schwester ist gestorben. Ich frage mich, wer das getan hat. Ich weiß nicht. Sie stinkt wirklich. Fühlt sich an, als wäre der Gestank überall an mir. Okay, machen wir erstmal die Pilchen zu. Oh, es sind noch mehr Kinder. Vogel, Vogel, ich mag dich. Ich will das nicht. Ich bin nicht hungrig. Ich wünschte, du könntest mich hier rausholen. Kannst du? Flieg weg. Worauf wartest du? Wenn Damien die Nudeln isst, können sie wohl nicht so schlimm sein. Oh, ein Krückstock. Fass mein Schwert nicht an. Ich wusste nicht, dass es dir gehört. Du solltest dich verbeugen und deutlich sprechen. Ich bin dein König. Was? Du bist nicht der König. Ich bin nur der König des ganzen Universums. Verbeuge dich. Oh, ich verbeuge mich vor euch, Herr. Sehr gut, mein Kind. Was ist der Grund deines Besuchs? Ich möchte euren Gehstock haben. Welchen Gehstock? Meinst du mein Schwert? Ja, eure Hoheit, euer Schwert. Was würdest du mir dafür geben? Alles, was ihr braucht, euer Hoheit. Bring mir ein Schloss und ein Pferd. Nur dann überlasse ich dir mein Schwert. Na wow, das kriege ich doch nie zusammen. Ah, der Spielplatz. Gute Nacht, Bäume und Mond. Oh, da ist Milch. Annie liebt es, die Milch wie ein Kätzchen zu trinken. Leider ist sie nicht meine Katze. Ich werde sie vermissen. Ich denke, sie wird sich nicht an mich erinnern. Stopp. Diese Tür ist nachts immer abgeschlossen. Ich kann nicht raus. Ich denke, ich muss bis morgen warten, aber das ist lächerlich. Ich muss mein Kätzchen finden. Pilchen. Oh Gott, da sind wieder tote Menschen. Hä? Warte mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine gute Fluchtmöglichkeit ist. Sie sind tot. Bitte sag mir, ob du mich hören kannst. Warum hast du auch dieses Wesen neben dir? Er starrt dich an. Vielleicht will er dich fressen. Bitte sag, ob du mich hören kannst. Oh Gott. Es lebt! Wenn mein Kätzchen hier wäre, würde es jetzt wahrscheinlich... Nee, würde er es wahrscheinlich angreifen. Ich hoffe, es verfolgt mich nicht. Dieser heilige Mann hat mich gänzlich ausgezogen. Er hat dich gänzlich. Okay. Oh, wie schön diese Rosen sind, nicht wahr? Deine Mami glaubt dir nicht? Ernsthaft? Wurde der misshandelt? Oh Gott. Armer Junge. Das finde ich zum Kotzen. Kann ich mir das noch ansehen? Sie verstecken sich, weil sie dich lieben. Ach, da sitzt das Kind, das ist das andere. Hey Annie, wie geht's dir? Hast du keine Angst vor mir?
Nein, warum sollte ich? Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Zaubertricks? Ich wusste nicht, dass du das kannst. Zeig mal. Dir zeigen, aber es ist sehr gruselig. Besser du machst es. Das kann ich nicht. Ich bin kein Zauberer. Ich kann dir das magische Zeug geben. Wirklich? Wow! Ja, das magische Zeug, das alles einschlafen lässt. Oh, das ist toll. Stark und super. Hier, ein Geschenk. Nimm es. Langsam. Oh, eine Schlaftablette, oder was? Okay, wie funktioniert es? Ich habe keine Ahnung. Ja, super. Das Mädchen gibt mir eine Schlaftablette und weiß nicht wie. Magisches Zeug, das alles schlafen lässt. Nun ja. Wie wär's mit einem Kaffee, gute Frau? Blups. Haha, ich bin nicht clever genug, eine andere Lösung zu finden, glaube ich. Ah, warte mal, mache ich das so? Wow. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Okay, das war was wohl nicht. Ich muss irgendwie den Wachmann einschläfern. Okay, Leute, das machen wir aber nächstes Mal. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Es ist sehr spannend, finde ich, und immer noch sehr krass gruselig. Sehr makaber alles. Naja, gut, ich hoffe, ich kann euch wieder begrüßen, wenn es wieder heißt Franbo. Bis dahin.